Ja, auch wenn ich mich mal wieder als Schwachkopf oute, aber ich habe tatsächlich im Internet nachgeguckt. Der Riemen, der vorher drin war, den hatte ich vor 2 Jahren draußen, den habe ich fotografiert. Und der hat dieselben Maße, 6,69, 18,30. Aber hier, ich habe irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder irgendwas ist kaputt gegangen. Hier sitzt der auf der kleinen Achse, hier auf der großen Achse. Das raff ich nicht. Das raff ich nicht. Sitzt doch auch da in der Mitte drauf. Ich breche hier ab. Vielleicht hat irgendjemand die Lösung in den Kommentaren, aber das ist auch immer blöd. Ne? Das wird ja meistens kommentiert, wenn sich das Thema schon erledigt hat. Aber hier ist der Antrieb. Der ist zu lang. Begreife ich nicht. Oder das ist ein getuntes Ding gewesen und er hat sich nur hier das drauf gedruckt. Ich mache hier Schluss. Ende.